Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute machen wir mal eine kleine Videoschau. Es gibt ein Video auf YouTube, wo es auch um das Thema Optionen geht. Und zwar hat da ein recht prominenter YouTuber bzw. auch Finanzautor sich zum Thema Verkauf von Optionen geäußert und dieses Video erfordert ein klein wenig Widerspruch von mir und deswegen gibt es heute meine Antwort auf die Aussage des Investmentpunks. Halt, stopp! Bevor es losgeht, kleiner Tipp am Rande. Schon mal auf das i geklickt? Basiskurs Optionsstrategien. Ihr Einstieg in die Welt der Optionen. Das hier ist das letzte Exemplar der allerersten Auflage. 500 Stück hatten wir produzieren lassen und die Nachfrage hat uns regelrecht überrannt. Das Ganze war innerhalb weniger Tage ausverkauft und deswegen haben wir jetzt die zweite Auflage produzieren lassen. Und wenn du eine dieser neuen DVDs haben willst, dann bestelle sie jetzt. Basiskurs Optionsstrategien. Jetzt schnell bestellen. Hier finden Sie nicht bloß unsere neuesten Angebote, sondern auch weitere spannende Videos und zusätzliche Links. Also, ich sitze hier bei mir am Schreibtisch, schaue mir natürlich auch immer mal wieder Videos an und auf YouTube. Also ich habe auch etliche Kanäle abonniert, schaue mir natürlich an, was gibt es so Neues. Und einer der Kanäle, den ich mir gelegentlich anschaue, weil ich ihn sehr, sehr interessant finde und vor allen Dingen, weil ich den Macher dahinter durchaus schätze, das ist der Investmentpunk. Den kennt ihr vielleicht, Gerald Hörhahn, ein Wiener. Ein ziemlich verrückter Typ, sehr, sehr interessante Bücher geschrieben. Also ich bin ein großer Fan von ihm. Und da gibt es hier auf YouTube eine Show und die heißt Ask the Punk. Und da können seine Nutzer bzw. Abonnenten, die können eben Fragen stellen und er beantwortet die. Und das habe ich mir auch angeschaut. Und eine Frage, die er jetzt beantwortet hat, und zwar... Die kam von Rico Ludwig, sage ich gleich noch was dazu. Und die Frage war, du empfiehlst Immobilien zum Vermögensaufbau, aber was hältst du von Stillhaltergeschäften mit Optionen? So, die Frage hat der Rico Ludwig gestellt. Der Rico selbst, den kenne ich auch persönlich aus Leipzig, hat auch einen eigenen YouTube-Kanal und ich kenne ihn deshalb, weil er auch Optionen handelt. Ein paar andere Sachen als wir, macht so Butterflies, aber ganz interessant, also guckt euch das mal an. Und der Gerald Hörhahn hat also jetzt auf diese Frage geantwortet und hat sinngemäß, also ich mache euch den Link auch nochmal hier zu diesem Video unten rein, hat also sinngemäß gesagt, dass er den Verkauf von Optionen für nicht so sinnvoll hält. Warum? Zu hohe Kosten. Man kann mehr verlieren, als man einsetzt und es ist auch zu kompliziert. So, und da könnt ihr euch natürlich vorstellen, da muss ich einfach antworten und muss einfach eine kleine, ein paar Gegenargumente bringen. Fangen wir mal an mit den Kosten. Der Gerald verweist darauf, dass er sagt, Immobilien wären besser als der Verkauf von Optionen. Wenn wir das mal unter dem Kostenaspekt sehen, dann kann ich dem natürlich nicht so zustimmen, weil ihr wisst selber, wenn wir heutzutage eine Option verkaufen wollen, dann kostet uns das 1, 2, 3 Dollar und das war's dann. Wenn ihr heutzutage eine Immobilie kaufen wollt, dann müsst ihr einfach mit, naja, roundabout fast 10% Nebenkosten mittlerweile rechnen. 10% wirklich so viel? Ja, mittlerweile ist es leider teilweise bis zu 10%, weil überlegt mal, wir haben in Deutschland eine Grunderwerbsteuer, die zwischen 3,5 und teilweise 6,5% lautet. Ihr habt Notarkosten, sagen wir auch nochmal 1,5%, eventuell noch Makler, Courtage, die ihr unter Umständen bezahlen müsst, wenn es nicht der Verkäufer bezahlt. Und dann ja vielleicht noch so ein paar Kosten, die anfallen. Aber sagen wir so, zwischen 5 und 10% Kosten können wir teilweise haben. Das sind also das Kostenargument Immobilie versus Verkauf von Optionen stimmt also definitiv nicht. Weil wenn ihr ein Konto aufmacht bei einem Broker
um da Optionen zu handeln, habt ihr erstmal überhaupt keine Kosten. Ihr müsst halt einfach das Geld zur Verfügung stellen, genau wie bei einer Immobilie. Aber der Trade an sich selbst, der kostet euch natürlich viel, viel weniger. Das geht eher in den Promille-Bereich, vielleicht mal in den 1-2%, aber eben nicht so diese 5-10%, die wir haben hier beim Handel von Immobilien. Nächster Punkt. Man kann mehr verlieren als seinen Einsatz. Das ist theoretisch richtig, praktisch aber nahezu ausgeschlossen. Warum ist das praktisch nahezu ausgeschlossen? Ihr wisst selbst, wenn ihr Optionen verkaufen wollt, dann macht ihr das Ganze auf ein Margin-Konto. Das heißt also, ihr müsst eine Sicherheitsleistung hinterlegen und diese Sicherheitsleistung dient ja dazu, dass der Gegenüber, also in dem Falle der Käufer der Option, die Gewissheit haben kann, dass ihr euren Verpflichtungen nachkommt. So, und wenn ihr also jetzt eine Option handelt oder wenn ihr jetzt ein Konto habt, 10.000 Euro beispielsweise, dann werdet ihr nicht mehr als diese 10.000 verlieren können. Warum? Weil wenn die Option deutlich ins Minus läuft und beginnt euer Konto aufzufressen, dann würdet ihr von eurer Bank einen Margin Call bekommen. Das heißt also, euer Broker würde sagen, hier, pass auf, du bist zu stark im Minus, dein Konto reicht nicht mehr aus, du musst diese Position glattstellen. Das heißt also, theoretisch ist das zwar machbar, dass man mit einer Option noch mehr als sein Konto verliert, also wenn man Optionen verkauft, dass man auch mehr als sein Konto verliert, aber durch die Margin kann es eigentlich nicht passieren. Also somit ist dieses Risiko in der Praxis nahezu ausgeschlossen. Muss man natürlich jetzt mal kritischerweise sagen, könnte man eigentlich mit Immobilien mehr als seinen Einsatz verlieren? Definitiv. Gerade jetzt, wo ja viele, viele Banken auf Teufel komm raus Kredite vergeben, teilweise sehr geringe Eigenkapitalanforderungen nur haben, da könnte es schon passieren, dass in einem Preisrückgang oder wenn plötzlich die Banken sagen, du musst mehr Eigenkapital nachschießen oder wenn die Immobilie aus irgendwelchen Gründen zum Beispiel verwertet wird, dass du dann deutlich weniger Geld erhältst, als du beispielsweise noch Kredit hast und dann hast du mehr verloren als deinen Einsatz. Nun werden die Immobilienfreunde auch wieder sagen, ja, das kann man ja umgehen und genau das ist, glaube ich, der letzte und entscheidende Punkt. Der Gerald hat gesagt, es wäre sehr kompliziert und da muss ich ihm recht geben, Optionsverkauf ist für jemanden, der sich null damit beschäftigt, kompliziert. Das ist aber das erfolgreiche Investieren mit Immobilien genauso. Und deswegen kann man vielleicht als Schluss unter das Ganze sagen, Amateure werden sowohl mit Optionen als auch mit Immobilien Geld verlieren. Ihr kennt diesen Spruch, dass 90% aller Börsenteilnehmer an der Börse Geld verlieren und ich bin mir relativ sicher, ich habe das mal von einem anderen Immobilieninvestor gehört, der sich sehr, sehr gut auskennt, der hat auch gesagt, dass 90% aller Immobilieninvestoren Geld verlieren. Das heißt, das wird sich in etwa die Waage halten. Und deswegen ist es ganz klar, was besser ist, kann man nicht sagen. Der eine sieht die Vorteile der Immobilie, die definitiv vorhanden sind. Der andere sieht die Vorteile von Optionen, die definitiv vorhanden sind, eben oder gewertet diese jeweils höher als die jeweiligen Nachteile. Ne? Die Immobilie ist immobil, du kannst nicht auf den Knopf drücken, bekommst sie los. Die Option dagegen kannst du eben auf den Knopf drücken. Auf der anderen Seite hast du natürlich beim Immobilien, wenn du es richtig machst, kannst du einen höheren Hebel einsetzen als bei einer Option. Alles richtig und es sind einfach, jedes Geschäft hat Vor- und Nachteile, die muss man miteinander abwägen und es gibt nun mal nicht die eierlegende Wollmilchsau, die die Vorteile beider Strategien miteinander kombiniert und damit negativen Punkte ausschließt. Und das Wichtigste ist, man muss sich einfach darüber informieren. Das heißt also, wer sagt, ich möchte erfolgreich in Immobilien investieren, der muss sich eben Gedanken machen, der muss eben Bücher darüber lesen, Seminare besuchen, muss Leute fragen, die schon Erfahrungen haben, muss klein anfangen und darf eben nicht vielleicht erwarten, innerhalb von einem Jahr Millionär zu werden. Und umgekehrt mit Optionen, mit Börsengeschäft, mit allen anderen ist es eben genauso. Du musst dich informieren, das ist das A und O. Deine ersten Investments sollten immer dir selbst gelten. Das heißt also, kauf Bücher, schau dir Webinare an, schau YouTube-Kanäle an, hol dir so viel Informationen, wie du nur bekommen kannst, damit du das Ganze lernst. Und am Ende musst du dich für dich selbst entscheiden, was für dich das Bessere ist. Ich persönlich, das ist aber eben meine persönliche Sicht, tendiere mehr zu den
zu den Aktiengeschäften. Ich kenne aber auch sehr, sehr viele erfolgreiche Unternehmer, die mit Immobilien eine Menge Geld verdienen. Vielleicht ergibt sich ja mal die Gelegenheit, dass der Investmentpunk Gerald Hörmann und ich uns mal zusammensetzen und vielleicht mal über die Vor- und Nachteile beider Anlagen mal miteinander sprechen und dass wir mal was machen können. Also Gerald, falls du dieses Video siehst, ich bin großer Fan. Los mit den Optionen, da müssen wir noch reden. Okay, in diesem Sinne, euch viel Erfolg, egal bei was ihr tut. Natürlich folgt ihr hier weiterhin unserem Kanal, wenn es zum Thema Optionen geht. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute, Servus, macht's gut, bye bye.